Der Rennsport liegt Mercedes im Blut und der SLS-Flügeltürer ist eine klare Hommage an den legendären SL300, in dem Stirling Moss 1954 die Mille Miglia gewann. 2 Jahre zuvor war der SL300 das Gewinnerfahrzeug in der Panamericana, einem Rennen, das die mexikanische Regierung zur Eröffnung des Panamerikanischen Highways organisiert hatte. Die Präsentation der Rennversion SLS GT3 auf der New York Auto Show erinnert an die Weltpremiere des legendären 300 SL im Jahr 1954. Nur wenige Tage vor der Eröffnung der diesjährigen Autoshow in New York hatte eine Gruppe internationaler Journalisten die Gelegenheit, eine Teilstrecke der Panamericana von Pueblo nach Oaxaca in dem neuen Supersportwagen von Mercedes-Benz, dem SLS AMG, noch einmal zu fahren. Selbst für den AMG-Chef Volker Morningweg, der ab 1. April 2010 eine neue Aufgabe im Daimler-Konzern übernommen hat, war das ein einmaliges Erlebnis. Ja, ich komme gerade zurück aus einer Testfahrt von der Panamericana. Wir waren da mit Journalisten 2 Tage unterwegs und Mexiko unten. Und ich muss sagen, bin immer noch tief beeindruckt, wie diese Straße dort in das Gelände hineingebaut wurde. Also man konnte wirklich einen ganzen Tag lang eigentlich dort Kurven mitfahren. Das war wirklich tief beeindruckend. Die Fahrt durch verschlafene mexikanische Städtchen und auf den kurvigen Landstraßen gab den Journalisten die Gelegenheit, den SLS unter optimalen Bedingungen zu testen. Und auf der anderen Seite konnte ich da noch mal letztendlich sehen, welche tolle Performance unsere Produkte auf solch einer Strecke haben. Das war noch mal ein richtiger Härtetest, den ich da erleben durfte. Denn natürlich waren die Straßenverhältnisse nicht so optimal. Die Oberfläche war eher mit vielen, ich sag's mal, Unebenheiten dort gespickt. Aber unser Auto hat wirklich dort herausragend performt und hat noch mal gezeigt, welches tolles Produkt wir dort demnächst in Kundenhand geben. Nordamerika ist mit einem Anteil von 30% des Weltabsatzes der wichtigste Markt für AMG. Für die Marke Mercedes-Benz ist AMG und der SLS ein klarer Trendsetter. Die andere Weltpremiere in New York, die Vorstellung der komplett neu gestalteten R-Klasse, reflektiert das anschaulich. Vorgestellt wurde das Fahrzeug von dem olympischen Bobschlittengespann, das bei der diesjährigen Olympiade in Vancouver eine Goldmedaille in dieser Kategorie gewann. Die neue Generation der R-Klasse demonstriert bereits äußerlich gestiegenes Selbstbewusstsein und unterstreicht ihre einzigartige Persönlichkeit mit neuem Design.